jetzt große Gäste, auf die ich mich sehr freue. Einer war schon mal da, aber das sind ganz besondere Menschen. Einer zum Beispiel ist ein Mathematikgenie und sollte auf eine Elite-Uni. Der andere stand kurz vor einer Karriere als Profi-Wrestler oder Fußballstar. Gott sei Dank ist daraus nichts geworden und sie machten Karriere als Schauspieler. Wir kennen sie aus King of Queens, Ali oder Men in Black. Und als die beiden uns angeboten haben, auch noch die schöne Kollegin aus ihrem aktuellen Film mitzubringen, haben wir natürlich sofort Ja gesagt. Aus der Komödie, die den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt hat in Amerika, begrüße ich jetzt Eva Mendes, Kevin James und Will Smith. Deutsche Kollegin von euch, Evelyn. Oh, yes. Pleasure to meet you. So good to have you. Where do we go? Okay. Emma, aha, die Mädels unter sich. Na, das gibt ein Geklutsche. Bitte schön. One more for me. Wenn das der alte Loriot. So, ich werfe mich gleich dazwischen, bevor das noch weitergeht. So. Also. So, ich habe mich schon verletzt hier heute. Ja, ich mache meine eigenen Stunts hier natürlich. We want you to feel comfortable. Also wir möchten, dass du dich wohlfühlst. Das sind Kollegen, danke. Aber bei uns waren das die Küsse, ne? Ah, jetzt. Ja, freilich, jetzt wischen wir ein bisschen an den Mädels rum. Das ist Stunt, das ist live. Du musst ein glücklicher Mann sein, Will. Dein Film Hitch, in Deutschland heißt es Hitch, der Date-Doktor, hat einen unglaublichen erfolgreichen Filmstart hingelegt in Deutschland und in Amerika. Happy man. Oh, thank you. We're ja, very happy. Vielen Dank. Wir sind alle sehr glücklich. Now, I want everyone to know, ich möchte, dass Sie alle wissen, that we have these earwigs, wir hier diese Ohrknöpfe haben. And how it works. Und es funktioniert so. You know, Thomas, will speak in Thomas German, sagt was auf Deutsch und irgendjemand sagt uns das auf Englisch, was es bedeutet. So there'll probably be two or three seconds, es wird also zwei oder drei Sekunden really dauern, während wir richtig blöd in die Gegend gucken. You know, so if you see us do that, also, you know what it is. Wenn Sie sehen, dass wir das machen, dann wissen Sie, was es ist. Ich sehe einfach immer dumm aus. Das. Aber Eva... Du kannst auch gar nicht dumm aussehen, wenn du überhaupt nichts verstehst. Das ist einfach der Vorteil einer schönen Frau. Oh. Oh, doch, sie kann es. Sie kann es trotzdem. Kevin, was ist das für dich für ein Gefühl? In Amerika kennt dich jeder. In Deutschland kannst du über die Straße laufen. Und es gibt zwar viele Fans von King of Queens, aber viele haben es nicht gesehen. Was ist das für dich für ein Gefühl? It's an amazing feeling here, and das ist ein ganz erstaunliches Gefühl. Mir war gar nicht klar, dass es eine so große Fangemeinde gibt und dass diese auch immer weiter wächst. So really, really exciting for me. Ist für mich sehr spannend, das zu sehen und auch hier zu sein. Es ist übrigens zum ersten Mal, dass ich hier bin. That's a sexy man. Das ist ein richtig sexy man. Das kann man so sagen, ja. Sehe ich auch so. In deinem Film hast du ihm allerdings doch helfen müssen, damit wir wissen, ungefähr wissen, worum es in diesem Film geht. Gucken wir mal ganz kurz rein. Habt ihr eure deutschen Stimmen geliebt? Oh, beautiful. Ja? You know, I've only seen it the one time. Ich habe es nur einmal gesehen. I sound really powerful und ich höre mich richtig kräftig auf Deutsch. Meine deutsche Stimme ist wirklich sehr stark. You know, a date doctor with a lot of strength. Also ein Date-Doktor mit sehr viel Kraft, mit Stärke. Yeah, like, jawohl. Dankeschön.
Bitte schön. Ja, ich auch, ich auch. Ich klinge auch so. Ich klinge auch unheimlich stark. Das ist seltsam. Also richtig sexy. Ja. Der ich also gehört gemacht hat. Ihr dürft jetzt wahrsam in Deutschland. Ja. Also wir gucken kurz rein. Das ist Hitch, der Date Doktor, jetzt im Kino. Ja, da sind die drei. War richtig gut. I've got to start learning German. Yeah. No. First thing tomorrow. First thing tomorrow, I've got to get a German tutor. Was ist das erste deutsche Wort? Was ist? Sag mir, welches erste Deutsch? Was soll das erste deutsche Wort sein? Wir bringen es dir bei. The first German. That you told. You said that you told. No, I mean like. Sag mir einfach. Bad words. Bad words. Bad words. Schlechte Worte. Böse Worte. You know. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist erstmal Deutsch. Auf Wiedersehen. Gesundheit. 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 Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. I love you. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, sorry. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. I'm practicing. Ein bisschen geübt. I'm sorry. I got carried away. Ich bin mitgerissen worden. Lippenstift. Lippenstift, ja. Roland Emmerich taught me Lippenstift. Roland Emmerich hat mir Lippenstift beigebracht. Deutscher Regisseur. Kennst du ihn? Guter Regisseur. That's right. I got to wait. See that? I had the dumb look on my face. Dann habe ich jetzt blöd geguckt. Ich habe gewartet. Oh, yes. Ja. Eva. Viele Frauen beneiden dich. Du hast mit Denzel Washington, du hast mit Johnny Depp, mit Banderas, mit Will Smith, mit ihm. Sind denn diese tollen Männer auch tolle Männer, wenn die Kamera aus ist? Erzähl's den Mädels. Oh la la, meine Damen. Er ist noch besser. Er wird immer besser, immer besser. Er ist mein Liebling, wirklich. Ich habe mit vielen tollen Männern gearbeitet, aber der, da geht nichts drüber. Oh. Kevin, ja. Ich kann einfach nur weiter dumm aus der Wäsche gucken, wie es aussieht. Was passiert mit uns? Du warst schon mal hier, dann haben wir eine ganz gefährliche Wette, glaube ich, gemacht mit Tennisbällen. Diesmal das Beste, was es in Deutschland gibt, Traktorenwetten. Traktorenwetten. Tractors, okay. Ja, pass auf. Ich trage vor. Herbert Mock aus Randeck in Österreich wettet, dass er mit seinem Traktor auf den Hinterrädern drei Luftballons in 3 Meter Höhe zerplatzen lassen kann. Dazu hat er 3 Minuten Zeit. Das ist der Traktor. 3 minutes. Wow. Let's discuss it. Okay, pass auf. Das müssen wir mal besprechen. Wer ist der Mann, der ist der Mann? Und dann, okay, you can make up your mind, have a look. Okay, also, ich zeige euch den Kandidaten. Wir können mitkommen. Bitte schön, selbstverständlich. Selbstverständlich, bringt Leben in die Bude. Okay, Eva, vorsichtig. So, also, hier ist Herbert Mock. So, we have to run. Jetzt ist was los. Grüß dich. Das ist 2 Männer, die sich sofort verstehen. Oh ja, jetzt ist der Mann verloren. Moment. Der muss sich konzentrieren. Okay. Das ist sorry. Okay. We're sorry. Yes. We're sorry. Nein, nicht sorry, aber Entschuldigung. Du weißt noch, was du vorhattest. Okay. Ja. Weil Eva. Okay, Eva. Auch von hinten sieht's ja. Das ist. You make us nervous both ways. So, also. Bitte schön, können gucken. Also, hier ist der Traktor, okay? Der Traktor. Ja, hier ist eine Nadel. Dangerous. Needle. This is a mail truck. Das ist ein mail truck, also richtig. Ein männlicher Traktor. Ein Männchen. So, jetzt pass auf. Er geht, jetzt Achtung, er geht auf 2 Räder, richtig? Geht der Traktor steil nach oben, hat der Bauer sich verhoben, sagt man bei uns. Und hier sind die 3 Säckchen. Ja? Okay. Ja. So, also das ist im Grunde Plastik mit Wasser gefüllt. Früher haben nur die Kinder damit gespielt, jetzt auch ab und zu die Männer. Und wir würden, Moment, jetzt folgendermaßen. Also, er setzt sich rein, geht nach oben und muss in 3 Minuten die Dinge. Glaubt ihr, dass das möglich ist, ja oder nicht? I don't know.
Was glaubst du, was meinst du denn? Komm, wir müssen das mal zusammen überlegen. Die erklären sich das jetzt gegenseitig, die Amerikaner, weil sie sagen, was hat er gesagt? He has a really pretty shirt. He's got a very pretty shirt. It matches the track. Schönes Hemd. Passt zum Faktor. Die Farbe von seinem Hemd passt zum Faktor. He's handsome. He's very handsome. I would say. Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. You're working on your looks. You're not out practicing it. Drive your track and bring it on the back. Okay, so we're going to say no. Okay, we're going to say no. Nein, schaff. Wir sagen nein. We think he's very handsome. Wirklich, er sieht gut aus. Und sein Hemd. Hemd ist wunderschön. And it matches the track. Und es passt auf jeden Fall schöner als deins. Ja. Soll das heißen? Helf dir. Gut, jetzt, also. Okay, ist, aber Moment. Also, ihr müsst. Ich muss natürlich jetzt dem Publikum den Mann erstmal vorstellen. Wir müssen ja etwas über den Background erfahren. Also, was machst du hauptberuflich? Selbstständig? Ja. Bist du im Traktorgewerbe tätig? Ja, Holzschlägerung und Kommunaldienst. Und dadurch. Nochmal. Holzschlägerung, Kommunaldienst. Holz? Schlägerung, Baumfällen. Holzschlägerung? Bäumefällen. Holzschläger, ist das eine Ortschaft, Holzschläger? Nee. Holzschläger und Bäume fällen. Bäume fällen. Ah, jetzt. Also gut. Er fällt Bäume, also er macht das beruflich. Und das heißt, dass du jeden Tag Traktor fährst. Also richtig, du hast schon eine gewisse innere Verbindung zu dem Gerät. Etwas, ja. Wie kamst du auf diese Idee? Die liegt ja nicht nahe. Ich habe einen Kommunaldienst, ein schweres Gerät. Mhm. Und dadurch bin ich vorne immer aufgestiegen. Mhm. Und ja, kommt man eigentlich auf die Idee und recht. Da kann man was draus machen. Richtig. Alles klar. Herbert, du siehst... Maria, schwer verliebt. Und wir gehen jetzt hier ins Führerhäuschen. Gefährlich. So. Oh, it's dangerous. Ja, okay, wie heißt es immer? Ja, gefährlich. Darf ich da mal aufsitzen? Ja, das glaube ich. Dann zittert der. If you sit on, nein. Okay, also, halt stehen bleiben. Halt stehen. Okay, danke. So, jetzt, vorsichtig. Okay, wir sind soweit. Wir haben den Wetteinsatz. Sie sagen nein. Okay, ihr habt gesagt nein. Was macht ihr, wenn er es kann? Wenn ihr falsch geraten habt, dann müsst ihr was machen. Wir alle? All of you. Das Gleiche oder verschiedene Sachen? Also wir beide können was anderes machen als die beiden. Was? Nein, ich glaube... You know, I saw you dance before. Ich habe dich schon mal tanzen sehen. Wir haben letztes Mal getanzt, ja. I think if we lose, I think ich glaube, wenn wir verlieren, dann würden wir den Deutschen einen Dienst erweisen, wenn wir dir beibringen, wie man tanzt. First you're gonna dance with Kevin first. Yeah. Du musst erstmal mit Kevin tanzen. And then if you get it good enough, und wenn du dann gut genug bist, dann wird es möglicherweise so sein, dass du mit Eva tanzen darfst. Okay, gut. Es soll ja eine Strafe sein, wenn ihr euch vertippt. Insofern ist das in Ordnung. Also, es geht los. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern, Herbert. Okay. Du bist soweit? Ja. Jetzt werdet ihr mal sehen, wenn dieses Ding jetzt hier hochsteigt, wie ein Lipizzaner. Top. Die Wette gilt. 3 Minuten Zeit. Nein! Ah, okay. So. Gummihaut gefüllt mit Wasser, könnten auch Holland-Tomaten sein, aber es sind Luftballons und jetzt kommt der zweite Versuch. Oh. Noch 2 Minuten und 12 Sekunden, nicht hetzen. Ja. Ja, okay. Eine Minute 50 Sekunden.
You may kiss the man. Hat sich gelohnt, oder? Das hat sich gelohnt. Also, Glückwunsch, Wette gewonnen. Dankeschön. Sie haben Ihre Wette verloren. Ihr habt gesagt, er schafft es nicht. Er hat es geschafft. Glückwunsch, ich bin stolz auf dich. Ganz Österreich ist stolz auf dich. Mit Recht. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Good job. So, wie, jetzt gleich tanzen, oder wie? Oh, jetzt, ihr habt die Wette verloren, es wird getanzt. So, if you're ready, are you ready? Nein, bist du bereit? Ich muss ja, sicher, muss klar. Ja. Right, also gut, okay. Er macht mit. White Guys, ja, ja. He's gonna join in? Yeah, we'll all join in. Ja, 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 muss ja, auch tanzen. Wir machen alle mit, machen alle mit. Now, see, I was at a club. Ich war mit einem Club. The other night. Jetzt klopft and I've been watching the men of Germany. Ich habe die deutschen Männer da beim Tanzen beobachtet. Now, there are a couple guys that are really good. Es gibt einige, die wirklich gut sind. But I've come here as an ambassador. Hingekommen als Botschafter. Als Botschafter der USA. Hey, der Mr. Bush kommt Mittwoch. Dein Boss ist unterwegs. Mach nichts kaputt. He's not much of a dancer either. No, also, okay. Der kann auch nicht tanzen. Der kann auch nicht tanzen. All right, so, the very important thing also das Wichtige ist, dass die Frauen das Tanzen mit Liebe machen in Verbindung bringen. Noch nicht. You're not ready yet. Okay. Du bist noch nicht bereit. Okay. So can we have a little music? Also ein bisschen Musik bitte. Ich glaube, das war zu viel. Ja. Ja, also. It's like disco that. Ja, ja, das war zu viel. Ganz eindeutig. Wir müssen das einfacher halten. Also Augenkontakt. Das erste ist Augenkontakt. Ganz wichtig. Musik bitte wieder. That was very good. Das war schon sehr gut. I don't know if you were going to like get the date
You know, you might not get the date from that one. Weiß nicht, ob du mit so einem Tanz ein Date bekommst. There you go. Well, congratulations. You did that. Herzlichen Glückwunsch, das war sehr gut gemacht. Quasi für einen sozusagen. You know, I would just say, just you know. Na, nicht das. Nicht so. Nicht so. Ah ja, stimmt, das ist zu much. Das ist zu much. Okay, okay, okay. Einfach zu viel. Okay, gut, du hast recht. Ja, okay. Du machst uns ein bisschen Angst, wenn du das so machst. Bisschen zu spät fürs Leben, aber immerhin, ich danke. Ich werde es an die nächsten Generationen weitergeben. Eva. Absolut. Danke. Genau. Es sollte eine Strafe sein. Danke, danke, danke. Danke. Das sind Tanzlehrer. Kevin. Ja. Freunde fürs Leben. Freunde fürs Leben. Ja. Nicht, dass ihr mir wieder. Wieder hinsetzen, oder? So, also. Was haben wir jetzt? Also, guckt ihr euch noch an. Wir haben so eine gute Musik. Noch ein Titel. Okay. Pass auf, ich stelle euch jetzt. Ja, setze noch ein bisschen. Ich stelle euch nämlich jetzt einen. Ja, erstmal unseren Superfan, oder? Na gut. Also, pass auf, den werden Sie nicht begreifen. Wir haben in Wetten, das ja immer ein Gewinnspiel. Wenn Sie mitspielen wollen, dann haben Sie die Chance, beim nächsten Mal in der ersten Reihe zu sitzen, so wie heute Volker Kreiling aus Heuchelheim. Er ist in unserem Superfan-Team-Mobile-Spiel der Gewinner und hat einige Fragen zu Wetten, das richtig beantwortet. Heute kommen Sie dran. Herzlich willkommen, das ist Volker. Servus. Der Mann weiß mehr über mich als ich. Sie können mitmachen über SMS mit Ihrem Handy. Die Nummern werden jetzt eingeblendet. Sie können schreiben, Sie können im Internet mitmachen und die Adressen werden alle für Sie gezeigt. Die Wetten, das Fragen. Es sind immer drei in jeder Runde. Eine zum Beispiel, auf welchem Körperteil habe ich mir nach einer verlorenen Saalwette eine Tätowierung machen lassen? Man hat mir versprochen, in einem Jahr ist sie weg, sie ist immer noch da. Das ist eine von drei Fragen. T-Mobile spendiert die Preise und so sehen sie aus. Das ist unser Superfan. Der Hauptpreis für den Wetten, das Superfan ist eine Reise für zwei Personen zur nächsten Wetten, das Sendung. Außerdem können Sie eines von 10 Handys gewinnen. Das neue Nokia 6170 mit Push-to-Talk-Funktion von T-Mobile ist Handy und Walkie-Talkie in einem. Ein Tastendruck genügt. Und Sie können mit bis zu 10 Personen gleichzeitig sprechen. Natürlich können Sie mit dem Nokia 6170 auch telefonieren. Und dank integrierter VGA-Kamera Fotos aufnehmen und versenden. Machen Sie mit und werden Sie Wetten, das Superfan. Viel Erfolg. So, also, SMS-Nummer haben wir sie nochmal? Gut, dann hier ist sie. SMS-Fan 40.000, das kann man sich locker merken. Und jetzt frage ich Marco Schreil auf dem Domplatz in Erfurt. Sieht es so aus, als könntest du deine Wette gewinnen? Ich sehe viele Menschen, aber ich sehe keine Symphoniker und ich sehe keine Professoren. Wie sieht's aus? Ja, Thomas, wir haben Erfurt also schon und das dürfte fast schon mal reichen. Erfurt ist also in Riesenstimmung, aber jetzt will ich erst mal wissen, können die Erfurter denn überhaupt auch diesen Schnieschnarr-Schnappi-Song? Könnt ihr denn Schnieschnarr-Schnappi singen? Du kannst es nicht, können Sie singen? Also das haben wir schon mal, Thomas. Und wir haben sogar schon einen, der zu den schlauen Erfurtern gehört. Herzlich willkommen. Wie heißen Sie denn? Winfried Müller. Herr Müller, so, jetzt sagen Sie, Sie sind Professor. Wenn ich das jetzt sage, glaubt mir das Thomas Gottschalk auch nicht. Also möchte ich bitte sehen, wo steht das? Ich habe hier eine Bestätigung vom Altbundespräsidenten Rau. Okay, auch wenn er alt ist, wir dürfen mal reingucken. Da steht alles drauf. Super. Was unterrichten Sie denn oder was haben Sie unterrichtet? Den Arbeitsvertrag unterschrieben vom Herrn Ministerpräsident Vogel, das ist auch zu sehen. Okay, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Arbeiten Sie denn noch? Nein, ich arbeite jetzt nicht mehr, aber ich bin immer noch Professor, nicht emeritiert. Das ist sehr gut. Dann zeigen Sie uns doch mal, wo drauf steht, in welchem Fach Sie Professor sind. Hier steht drauf, ich bin im Fach Augenheilkunde. Augenheilkunde? Wie geht's Ihren eigenen Augen? Danke, blendend. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 72. Und Sie haben die Kraft der zwei Herzen. Mit 72 Jahren haben Sie es als Erster hierher geschafft. Thomas, das ist unser erster Kandidat, der es hierher geschafft hat. Und wir werden natürlich nicht wetten, dass, wenn wir uns noch was ganz Besonderes einfallen lassen würden, dass, Herr Professor,
das müssen Sie noch aufsetzen. Sie müssen das aufsetzen und jetzt schon mal Schnappi üben. Viel Spaß, setzen Sie es ruhig auf. Ein bisschen komisch muss man schon aussehen im Fernsehen. Also. Und außerdem, das wollen wir noch ganz schnell sagen, Partituren sind da, Notenständer mitbringen, Instrumente mitbringen. Wir brauchen die Musiker der Philharmonie und wir brauchen jetzt noch 24 Professoren. Thomas, wir sind auf dem besten Weg. Das läuft prima bei dir, das kann nur besser werden. 24 Professoren und 25 Symphoniker. Einige haben wir leider für dich abgraben müssen, denn hier haben wir einen Wanderer zwischen zwei musikalischen Welten. Er kommt auch aus der Klassik, aber es gibt keinen populäreren Tenor als ihn. Seine Verkaufszahlen lassen Popstars erblassen. Jetzt spannt er ihn auch noch die Komponisten aus. Das Lied, das wir gleich hören werden, hat er nämlich von dem Hitlieferanten von Robbie Williams ausgeliehen. Un nuovo giorno. Herzlich willkommen bei Wetten, dass Andrea Bocelli. Sto cercando il modo di raccontare, prendere o lasciare, cosa non lo so, è solo un'alchimia, o forse una bugia, quello che mi hai detto è andato via. No, non ti nascondere, no, solo rischiando tu vivrai, chiediti perché sento la tua voce che cresce in me. Per me ho trovato il modo di cancellare i dubbi e le paure, ora sì lo so, tu mi salverai, mi dannerai dalle mie incertezze. Nascondere, no, solo rischiando
you. Ronaldo Giorno. Thank you very much. Un nuovo giorno, un amico. Thank you very much for this invitation. Nah, it's always a pleasure, Andrea. You know, we love you. Dein deutsches Publikum. Deine Lieder sind immer zum Reinlegen. Wonderful songs. Thank you very much. Okay, un nuovo giorno. Mille grazie. Ciao bello. Okay, bye bye. Alles klar, das ist einer unserer Lieblingsgäste. Er ist ein freundlicher und bescheidener Künstler. Er darf immer kommen, wenn er ein neues Lied hat. Heute war er da. Die Lichtgestalt, die eher in der Musik ist, ist eher im Fußball, und Lichtgestalten war nie so wertvoll wie heute. Dieser Mann steht für Ehrlichkeit im Sport, hat Humor und zeigt Showqualitäten. Der Ball ist rund, er auch. Herzlich willkommen, Rainer Kallmund. Er ist der deutsche Phil Jackson. So, aha. Er küsst sich durch. Wir hatten nämlich zwei Plätze auf dem Sofa frei, haben wir gedacht, nehmen wir dich. So, bitte lass mich hier in die Mitte zum Übersetzen. So, Rainer. Also, du weißt, bei Fußballfragen bin ich leicht überfordert, aber du hast ja auch Mitleid mit den Neuzugängen in diesem Sport. Aber will man in diesen Zeiten eigentlich gar nicht auf Fußball angesprochen werden, oder bewahrst du dir den Optimismus? Ja, ich bin voll Optimismus. Ich glaube, ich bin ja ein Kind der Bundesliga, oder besser gesagt, ein Fußballverrückter, absolut Fußballverrückter. Und wir stehen eigentlich kurz vor der Weltmeisterschaft. Ich glaube, alle Fans, Fußballfans und Liebhaber der Welt, wie auch hier die Deutschen, fiebern förmlich dieser Weltmeisterschaft entgegen. Ohne Wenn und Aber. Überlegen Sie mal, ich habe mit großen Fernsehchefs gesprochen, die sagen, wenn ich mal diesen Mauerfall und die Wiedervereinigung beiseite schiebe, wird diese Weltmeisterschaft das größte mediale Ereignis der letzten Jahrzehnte. Und ich habe mir auch als WM-Botschafter von Nordrhein-Westfalen eines auf der Fahne gesteckt. Es ist ja klar, wir Deutschen werden wieder die schönsten Stadien haben, die Organisation stimmt, das Rahmenprogramm, die Musik, alles ist wunderbar. Aber was wir umsetzen müssen, ist unser Slogan: zu Gast bei Freunden. Das heißt, den Mundwinkel ein bisschen nach oben ziehen, dabei lachen und dann noch Stimmung, Herz, wir hierfür, ja. Enthusiasmus, Leidenschaft. Das sind Dinge. Recht hast du, Rainer. Ihr Amerikaner, also unser Fußball, unser Soccer, das ist ja bei euch nicht so. Ihr kennt den Mann gar nicht. Das ist unser Nationaltorhüter. Er ist Fußball, also 2006 Fußballnational, also Fußballweltmeisterschaft. Ihr habt immer Basketball, Baseball, aber Fußball. Interessierst du dich für Fußball, Soccer? Well, you know, soccer is growing in the United States. Ja, Fußball wächst in den USA. Und das hören die Mädchen in den USA, die lieben die amerikanischen Fußball. Die Mädchen spielen Fußball. Gerne Fußball. Ja, die spielen. Die Mädels, ja. Sie sind eigentlich mit die erfolgreichste Nation neben Deutschland und China. Sie spielen einen tollen Fußball. Man sieht es ja auch in ganz Amerika. Mhm. Die Mädchenmannschaften zuhauf. Also das ist von der Statistik ist das sensationell. Und wir hier gerade, wo wir aus Leverkusen kommen, der Spieler, ein junger Spieler, Landon Donovan, der ist dreimal Fußballer des Jahres in den USA geworden. Und noch der Kapitän Claudio Reyna, die habe ich damals selber nach Leverkusen geholt. Wir haben eine sehr enge Verbindung nach Amerika. Ich fahre nicht nur gerne in Urlaub nach. Ich bin davon begeistert. Also ich meinte, die amerikanischen Mädchen mögen die Fußballer, ne? Aber klar, das gilt auch anders. Kevin? Some of the male men love male soccer players as well in America. Yes, oh no, yes. It goes both ways. Ihr seid da flexibler. Wir hatten auch bei der letzten Weltmeisterschaft in Asien viel Glück bei unserem 1:0-Sieg, dass wir da gewonnen haben. Die Amerikaner waren auch bei diesem Spiel besser. Sie hätten eines Jahr gewinnen müssen. Wir Deutschen sind immer so weit überheblich, sagen auch die Amerikaner, die können zwar Basketball spielen, schön singen, schön Show machen, aber Fußball können sie nicht. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir bei der letzten Weltmeisterschaft viel Glück hatten. Wow, 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 jetzt ist es. Einmal.
rote Karte. So, pass auf. Wir haben ja noch viel Zeit, über Fußball zu reden. Ist sowieso dein Lieblingsthema, Evelyn, gell? Ja, HSV hat 2-1 gewonnen. Kennst du die aus? Heute. Und bei Bayern, man darf es gar nicht sagen, gell? 5-0. Pass auf. Jetzt kommen wir zu unserer Wette. Eine Kinderwette. Aber Nachwuchs ist ja ganz wichtig, wir werden gleich nachher drüber reden. Für den Fußball die 11-jährige Julia Reichert aus Trottenmühl bei Rosenheim wettet, dass sie 100 verschiedene Muster von Schottenröcken unterscheiden kann. Wir wissen, dass die Schotten alle kariert sind. Dass es so viele verschiedene Muster gibt, wusste ich nicht. Es gibt über 100. Sie kennt sie alle. Hier ist unsere Kandidatin der Kinderwette, Julia Reichert. Julia, grüß dich. So. Also, das ist sehr erstaunlich. Interessierst du dich so für Stoffe, was... Du gehst in die Schule, richtig? Ja. Und was hat dich zum Schottenmuster gebracht? Hat deine Mama sich mal einen Schottenschal gekauft oder wie ging das? Nee, also wir waren auf einem Vortrag von Herrn Markus Hoffmann. Der hat gezeigt, wie man so Gedächtnistraining machen kann und das ist sehr einfach. Und meine Mutter hatte dann so ein Buch über Schottenmuster. Und da dachte sie, das wäre eine witzige Wette. Und dann haben wir die eingereicht. Und da hast du richtig gelernt. Also ist auch eine Konzentrationsübung. Hilft ja auch in der Schule. Das sollen die anderen Kinder ruhig mal wissen. Wenn man sich für Wetten das vorbereitet, hat man auch was fürs Hirn. Ja. Richtig. Wenn das bei mir mal klappen würde. Also, jetzt über 100 Muster und du willst die alle erkennen. Ja. Bist du besonders gut in Mathematik oder bist du in der Schule überhaupt recht gut? Dass du dir sowas leisten konntest, hat ja Zeit gekostet, so eine Wette. Nö, ich bin so beim Durchschnitt und aber ich interessiere mich sehr für Musik. Also, ja? Ja, Klavierspielen und so. Du kannst richtig schön Klavier spielen? Ja. Ja, ein patentes Mädel. Also Jungs, guckt her, in 2 Jahren geht's los. Jetzt machen wir allerdings erstmal die anderen Herren eifersüchtig. Jetzt darfst du nämlich dir unter 100 Schotten 5 aussuchen. Das heißt, aussuchen darfst du nicht selber, sondern es muss natürlich einer machen, damit du nicht sagst, ich nehme die, die ich am leichtesten erkenne. Also, unsere Schottenwette. 100 verschiedene Muster reingebracht natürlich von 100 Schotten im Rock. Auftritt der 100 Stoffmuster. Bitte schön, Schotten ab. Basil, du bist der König von Schottland und du kennst dich aus mit diesen verschiedenen Stoffen. Ich bin Spezialist für schottische Tapen, genau, richtig. Du bist geboren in Schottland? Jawohl. Also ein echter Schotte? Ein echter Schotte, ja. Sprichst perfekt Deutsch, hast lange in Deutschland gelebt. Ich habe eine deutsche Mutter und bin ja Rocksänger und arbeite jetzt hier in Deutschland. Hast du gewusst, dass es so viele verschiedene Stoffmuster gibt bei den Schotten? Allerdings, ich habe sie ja auch mal lernen müssen. Ja, Schotten können das. Die meisten Schotten kennen wohl ihre Muster, ja. Eben. Das ist auch das Wichtigste an Schottland ist die Musik. Das ist, und die ist ein bisschen eintönig. Das Leben des Schotten ist ohnehin nicht sehr aufregend. Der sitzt um 8 in der Kneipe. Um 11 kommt das Kommando, Schotten dicht und dann geht's nach Hause. Also, musste sein. Basil, okay. Dankeschön. So, jetzt 100 Stoffe. Dieses kleine Ding sagt, ich kenne sie alle, Rainer. Glaubst du, dass es möglich ist? Was sagst du, ja oder nein? Nein. Nein. Ja. Okay. Ich hoffe es zwar, ich hoffe na, es zwar. Nein. Ich ermuntere meine Gäste immer zu sagen, passt auf, ich wünsche es ihr. Ich glaube es nicht, wenn immer bei Wetten, dass alle sagen, klar glaube ich das, hat das ja keinen Sinn. Es ist schwierig,
Ich drücke ihr voll die Daumen. Eben, aber er sagt, es ist unmöglich. Absolut in Ordnung. So, wenn du dich allerdings vertippt haben solltest, dann haben wir einen Einsatz für dich, wo du es bereuen wirst. Du wirst in einer Zeit, wo man bei Schiedsrichtern ganz genau hingucken muss, wer pfeift, du wirst ein Spiel der Jugend pfeifen und das ganze 90 Minuten. Wir haben so ein Wägelchen, da fahren wir dich am... Okay. Gut. Jetzt. Will. Letzte Mal, einmal brauche ich dich noch. Einmal helfen. Okay, absolutely. Er muss natürlich als neutraler Schiedsrichter. Das ist Julia. Also der neutral Referee. Richtig. Neutraler Schiedsrichter, ja, okay. Du suchst jetzt bitte von diesen Herren je einen aus, ohne Ansehen der Person und irgendeinen. Und sie muss raten, ob sie den Stoff sozusagen wirklich erkennt. 100 sind es also bitte, die Nummer 1, den ersten. You have to have 5, but one... I pick 5 plus 1. No, one by one. One by one. One by one. Also Nummer 1. Also einen nach dem anderen. Okay, bitteschön. So. Dieser Stoff hat einen Namen. Julia muss ihn wissen. Und ich sage, top, die Wette gilt. Das ist der Kilt Watson. Watson, jawohl. Das war richtig, Nummer 1 ist richtig, bitteschön. Nächste. Oh. Okay, oh. Oh, Rosa. Der Culloden Dress. Der heißt Culloden Dress, oder? Ja. Culloden Dress. Okay, richtig, wie es ausgesprochen, weiß ich nicht, aber es war richtig. Dankeschön. Würdest du sowas, ja, du hast da so ein, ist das noch aktuell so ein Schattenmuster oder ist das modisch? Heißt der? Das ist der Kilt McDuff Hunting. Richtig. Nummer 3. Noch 2. Ah. Nicht, dass man unten reingucken kann. Das ist der Kilt Macbeth. Macbeth, Shakespeare, richtig. Bitteschön. Und noch einer, one more. Yeah, I'm very tired. I know, du kannst auch laufen. One more. Ein. Noch einer. I think I'm going to let the next guy walk. Das wäre eine gute Idee. Ich lasse den nächsten selber laufen. So war das auch gedacht. Na jetzt, nur also. Ja, okay. Ist ihm jetzt aber unangenehm. Jetzt musst du ran. Okay, so. Okay, ist in Ordnung. Buchanan. Buchanan, wie aus der Pistole. Dankeschön, bitteschön. She won. Okay. Wette gewonnen. Ja, natürlich. So. Jetzt. Also. So, jetzt. Jetzt hat sie den Stress hinter sich. Jetzt kann sie die angesehene Seite des Auftritts nutzen. Du möchtest gerne jemanden grüßen. Wen?
Also ich möchte meine Schule grüßen, das Ignaz-Günther-Gymnasium in Rosenheim, meine Klasse, die 6D, meinen Musiklehrer, den Herrn Rumberger, meine Familie, meine Freunde und mein Gedächtnistrainer Markus Hoffmann, der mir bei der Wette geholfen hat. Respekt. Ja, und einen Schotten. Okay, alles klar. Gut. Prima. Julia, so. Unsere Kinderwette. Unsere Kinderwette zählt ja nicht in der Wahl zum Wettkönig, weil die Kinder immer im Vorteil wären natürlich. Aber wir haben für dich eine Überraschung. Du hast, das hat uns sehr gefreut, eine Lieblingsserie im ZDF und die heißt Girlfriends, richtig? Das ist eine Zeitschrift. Das ist eine Zeitschrift? Ja. Nochmal, jetzt erzählen wir mal. Also, ich dachte, es ist eine Serie. Nein. Es ist keine Serie. Nein. Also erzähl mir mal genau, was dein Lieblings ist, was dein Lieblingswunsch ist. Ich wollte gerne Schauspielerin werden. Eben. Ja. Und wir haben eine Serie, die heißt Girlfriends, lass ich mir nicht nehmen. Okay. Und die siehst du gerne, hat man mir gesagt. Nee, ich lese mir die Zeitschrift. Aha, ich lese mir die Zeitschrift. Also gut, pass auf. Dann bekommst du jetzt folgende Rolle. Du sitzt in einem Sessel und liest die Zeitschrift Girlfriend. Diese Szene spielt in der berühmten ZDF-Serie Girlfriends. Und die Hauptdarstellerin dieser Serie kommt jetzt rein, Manon Strache, und hat leider keine Zeitschrift Girlfriends dabei, weil das ja erst in der Serie kommt. Okay, Manon, bitteschön. Servus, herzlich willkommen. So. Du hast gesehen, eine komplizierte Rolle? Ja, aber eigentlich muss man sich ja freuen, dass die Kinder lieber lesen als Fernsehen gucken. Lieber also, hat sie nicht gesagt, sie würde gerne im Fernsehen lesen. Oder so? Ja, gut. Ja. Okay. So interpretieren wir das. Also. Ja, also ich bin schwer beeindruckt. Ich gratuliere dir recht herzlich. Und du bekommst auch einen Preis. Es ist nicht die Zeitschrift, aber du wirst deine Reise. Doch, sie bekommt ein Jahresabonnement. Okay. Gut, machen wir endlich die Zeitschrift aus der Nummer draußen. Gut. Also. Erscheint die wöchentlich, täglich oder was? Nee, im Monat. Im Monat haben wir Glück gehabt, okay. Entschuldigung. Okay, gut, aber wir fahren, oder du fährst in eine Stadt, die auch mit Zeitschriften zu tun hat, da sind viele Verlage, und zwar nach Hamburg. Warst du schon mal in Hamburg? Da bin ich geboren. Das gibt's ja nicht. Na. Das ist ja der Hammer. Und warst du seitdem schon wieder da? Da wollte ich nie wieder hin. Moment, Herr Gottschalk. Nicht das im Also, und es geht in ein Fünf-Sterne-Hotel. Das ist ein bisschen was anderes als das Kreiskrankenhaus. Und jetzt kommt. Ja, also wie gesagt, ich habe gehört, dein Traum ist es, Schauspielerin zu werden. Und du möchtest gerne mal im Fernsehen eine Rolle spielen. Und die meisten Leute denken ja auch, das ist ganz easy, ins Fernsehen zu kommen, da muss man auch nichts können. Manchmal ist es so, aber nicht beim ZDF. Und deswegen bekommst du eine kleine Rolle in der ZDF-Serie Girlfriends, da du nicht nur gut aussiehst, sondern auch noch was drauf hast. Also, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen vorstellen, Girlfriends, die nächste Generation. Okay, und wir gratulieren dir, Julia, Dankeschön, Glückwunsch. Hallo, herzlichen Dank, Dankeschön. Okay. Kommst du mit? Wir kommen, natürlich kommst du mit. Okay, ihr könnt üben gehen. So, now it's time to say goodbye. Time to... So, wie das bei berühmten jungen Menschen ist, die verlassen Erfurt mit dem... An der Pressefassung. Wir können noch, so können wir ein bisschen bleiben. Immer toll, ja. Ich habe da den besten Teil erwischt. Blumen. Oh. Oh. Okay. Oh. Schönen Dank, dass du da warst. Vergesst das Autogramm für meinen Sohn nicht. Tristan. Okay. Dankeschön. What about us? Yeah. Na, aber ich schätze mit uns. Von dir habe ich vom letzten Mal, Dillman. Okay. Ja. You got something? Na, aber natürlich. Something. Oh, okay. Dankeschön. Oh, well. Wo sind meine Blumen? Ach, Moment. Krieg ich keine Blumen? Oh, ja. Ah, eine hier. Da, schau her.
Really, baby. So oh, it's schön. Okay. Das ist aber nicht gut. Gut. Perfekt. Also. Das sieht doch perfekt aus. Thank you, thank you. Danke, schön, dass Sie da waren. The State Doctor und seine Familie. Always a pleasure. Always, thank you. Always. Bye bye. Take care. Take care. Eva, Kevin. Thank you so much. I will write that. Thanks for everything. Great fun. I'll be back. Thank you. Thank you. Danke schön. So. Hä? Stimmung. Sind die Schotten angefroren? Nee. Singen die noch was oder? Einfach okay. Alles klar. Gut. Ist in Ordnung.